Baseball, auch dieser Sport ist in Berlin ein fester Bestandteil der Sportszene. Doch nun soll es einen Schritt weitergehen. Die neu gegründete Berlin-Brandenburg Baseball Akademie soll den Sport in Berlin auf ein neues Level heben. Also unser Ziel ist, dass wir es schaffen, in Berlin High-Quality-Baseball zu etablieren, mit regelmäßigem Training rund um die Uhr, das ganze Jahr über, dass unsere Top-Spieler auch die Möglichkeit haben, auf diesem Niveau zu spielen. Bisher sind viele junge Berliner Baseball-Talente nach West- oder Süddeutschland in Sportinternate abgewandert. Diese sollen nun mit Hilfe der Baseball-Akademie weiter in Berlin gehalten werden. Von erfahrenen Coaches wie Orlando Del Muro werden die Jahrgänge U12 bis U18 gefördert. Das Vereinstraining läuft dabei ganz normal weiter. Die Baseball-Akademie ist eine Art Zusatzangebot, um Spieler punktuell weiter zu verbessern. Noch besser werden, athletischer werden, besseres Fielding, besseres Werfen. Da einfach gucken, dass wir da an der einen oder anderen Stelle ansetzen, wo die Jungs dann noch so ein paar Defizite haben. In sogenannten Travel-Teams gehen die besten Spieler dann vereinsübergreifend bei nationalen und internationalen Wettkämpfen an den Start. Stuart Tretschak ist eines der hoffnungsvollen Berliner Talente, das durch die Baseball-Akademie den nächsten Schritt machen möchte. Also das größte Ziel ist, in die Major League zu kommen, also Major League Baseball. Bis dahin ist es noch ein sehr weiter Weg. Vom Sprung nach Übersee träumen viele Talente, doch für die meisten bleibt dieser Wunsch noch unerfüllt. Wir haben halt sehr viel Potenzial, ne? Und da müssen wir jetzt auch die richtigen Jungs finden. Was wir nicht haben, ist momentan, glaube ich, so einen zweiten Max Kepler. Der fehlt uns ein bisschen, aber da kommt sicherlich auch mal wieder was nach. Und je mehr wir hier tun, je mehr wir den anbieten, umso besser werden die Jungs auch. Und das kann auch nur das Ziel sein, dass wir dann den einen mal wieder vielleicht in den nächsten 2, 3, 4, 5 oder 10 Jahren finden. Mithilfe der Baseball-Akademie wird dann vielleicht doch bald der nächste Stern eines Berliners aufgehen.